Hallo und herzlich willkommen zurück zu Java. Ja, weitermachen wir mit Objektorientierung und halt ein bisschen fortgeschritteneres Zeug. Wir haben hier eine Liste von Tieren, die Klasse Hund und Elefant und natürlich die Klasse Tier, von der Elefant und Hund erben. Ja, wir haben hier eine Mache-dich-bemerkbar-Methode, die beim Tier einfach ein Tier ausgibt, beim Hund wird Wurf ausgegeben, beim Elefant wird Törö ausgegeben. Und hier haben wir eine Anzahl an Beinen von einem. Die Hunde haben 5, die Elefanten 4. Beim Hund habe ich halt den Schwanz noch mitzählen müssen, damit wir die auch irgendwie voneinander unterscheiden können. Ja, und dann haben wir hier diese Do-Something-Methode, die habe ich euch im letzten Video verraten, was da passiert. Und ja, so, jetzt möchte ich euch zeigen, was mit Private-Methoden und Private-Attributen passiert. Denn Private ist ja so nochmal so eine Sache. Private ist folgendes. Wenn wir jetzt hier eine Methode haben, sagen wir mal hier, auch noch diese private, ach, ich kopiere es einfach. Ich habe sie schon mal geschrieben, irgendwann in dem vorigen Video. Lass Beine wachsen. Dann wird einfach die Anzahl an Beinen um 1 erhöht. So, wenn ich jetzt das hier her mache, dann ist es keine überschriebene Methode. Was ist das? Ach so, ja, die ist nicht geused. Ja, ist okay. Die überschreibt sich nicht, denn wir können Private-Methoden nicht von außerhalb derselben Klasse irgendwie adressieren. Das heißt, wir können diese Lass-Beine-Wachsen-Methode nur von Get-Beine aufrufen. Ja, das macht uns das Leben ein bisschen leichter, denn wir wissen, dass wenn wir hier drin this.Lass-Beine-Wachsen aufrufen, also irgendwo in der Klasse, dann wissen wir, dass es auf jeden Fall diese Methode ist, mit Sicherheit. Das wissen wir ja bei der Do-Something-Methode zum Beispiel nicht, wie wir letztes Video gesehen haben. Diese Lass-Beine-Wachsen-Methode ist definitiv die hier, denn diese Methode wird nicht vererbt. Der Hund hat jetzt seine eigene Lass-Beine-Wachsen-Methode, die im Prinzip genau dasselbe tut, die aber auch private ist. Der Elefant hingegen, da kann ich nicht this.LassBeineWachsen. Ja, ich weiß, ich bin in keiner Methode drin, du mich auch. Machen wir sie einfach mal hier rein. This.LassBeineWachsen geht nicht. LassBeineWachsen. So, jetzt wird er mir hoffentlich gleich den passenden Fehler dazu bringen. Hier, Change Visibility to Protected oder to Public, dann funktioniert's. Aber ich habe aktuell diese Methode hier im Elefanten nicht zur Verfügung. Das ist natürlich für mich eine gewisse Sicherheit, wenn ich hier eine Private-Methode habe, dass es dann auch wirklich die ist, die aufgerufen wird. Und this.beine ist definitiv auch die Variable, die hier in dieser Klasse drin steht, denn die werden ja auch statisch gebunden. Das heißt, Private-Methoden, könnt ihr euch so vorstellen, die werden wirklich so gebunden, wie wir es erwarten würden. Die werden nämlich statisch gebunden und nicht dynamisch. So, ja, wenn wir jetzt hier natürlich diese Lass-Beine-Wachsen-Methode aufrufen von hier drin, dann ist es auch unbedingt die hier und nicht die. Wir können hier auch in beiden Unterklassen nicht irgendwie super, selbst in der Methode selbst lass Beine wachsen, geht auch nicht. Sehen wir ja. Können wir auch nicht machen. Das heißt, wir sind hier irgendwie, ja, wir sind hier ein bisschen sicherer, dass wir die Methode aufrufen, die wir hier auch wirklich geschrieben haben dafür. Also so viel zu privaten Methoden. Natürlich verhält sich es mit Attributen ähnlich, deswegen sollte man sich prinzipiell angewöhnen, alle Attribute irgendwie private zu machen. Das heißt, die werden automatisch nicht mehr geerbt. Das heißt, wir wissen ganz genau, dass wenn wir hier auf Beine zugreifen, dass dann immer, also wenn die hier jetzt auch alle private sind und die hier sind auch private, so wie man es ja eigentlich nach gutem Coding-Stil machen sollte, habe ich euch ja schon mal gesagt, dann. Lass mich das hier kurz wegmachen, das war vom Testen vorhin. Ja, dann wissen wir automatisch, welche Beine wir hier ansprechen. Also this.beine bezieht sich dann immer auf die Beine von dieser Klasse und this.beine hier bezieht sich automatisch auch immer auf die Variablen von dieser Klasse. Während die getBeine-Methode natürlich dann wieder dynamisch gebunden wird und so weiter und so fort. Aber dieses Attribut hier ist immer aus dieser Klasse. Das heißt, wir wissen, wenn wir diese GetBeine-Methode hier aufrufen, dann liefert uns das hier schön immer diese Beine, die wir hier haben. Okay, ja, was passiert, wenn wir Folgendes machen? Genau, das ist jetzt noch das Einzige, was ich zu dem Thema Private und so weiter euch sagen möchte. Wir haben jetzt hier überall Private Beine.
So, und was passiert, wenn ich jetzt hier in dieser Elefantenklasse die Get-Beine-Methode, die ich hier geerbt habe, aufrufe? Das möchte ich euch jetzt kurz noch zeigen. Das ist tatsächlich ein neuer Elefant hier, super. Okay, sagen wir hier erstmal folgendes: Elefant. Na, komm schon. Elefant T, von mir aus heißt er dann halt T, okay. Und Get-Beine haben wir ja geerbt. So, jetzt müssen wir das Ganze noch in sysout packen. Ach komm schon. Sysout. Okay. So, diese Get-Beine-Methode ist die geerbte Get-Beine-Methode von hier. Wir wissen, wir haben einen Elefanten. Was passiert jetzt? Naja, wir kriegen zwei Beine. Warum kriegen wir zwei Beine? Ah, weil ich hier nochmal automatisch die Lass deine Beine wachsen Methode aufgerufen habe. Das heißt, die Methode ist definitiv die hier, die wir ja geerbt haben, logischerweise. Aber das Attribut, das wir hier, ja, ich mache das hier mal kurz raus, damit es eindeutiger, die Lass Beine wachsen brauchen wir hier drin nicht. Genau. So, das Attribut, was wir hier zurückgeben, ist this.beine. Und this.beine ist in diesem Fall die Beine eines Tiers. Das heißt nicht die Beine des Elefanten, weil das ist ja auch private. Und die Methode ist hier drin. Das heißt, wir wissen, this.beine bezieht sich auf auf das Attribut derselben Klasse. Und deswegen liefert uns das dann diese 1. Ja. Wenn wir jetzt allerdings hier die Methode noch überschreiben, dann kriegen wir logischerweise dann wieder diese Beine hier, weil wir die Methode hier eben überschrieben haben. Okay. Ja, war wieder mal ziemlich kompliziert heute, würde ich sagen. Und ich bin euch dankbar, dass ihr immer noch dabei seid, wenn ihr so lange zugehört habt. Wow. Ja, ich hoffe, ihr habt es verstanden und probiert da wirklich mal einfach ein bisschen rum. Versucht private zu machen, was ihr private machen könnt, was ihr dringend public braucht, das macht dann halt public. Ja, ist einfach guter Stil und so passieren die wenigsten Fehler. Alles klar, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.